heute 23. Februar. Wir haben hier Radieschen, Spinat und Möhren, Pastinake und rote Beete gesät. Das haben wir die letzte Woche schon gemacht. Das Wetter hat sich angeboten. Hier haben wir ein ganz grobes Sand, also wo sich später Nässe noch sonst irgendwie was staut. Und den Acker kann man eigentlich immer bearbeiten. Gerade für das erste Gemüse ist es eigentlich ideal. Es sät sich gut, der Acker lässt sich auch gut bearbeiten und der neigt dann nicht zur Staunässe. Also von daher kann man hier nicht viel falsch machen. Wir haben hier diese, unten drunter ist, haben wir hier ein Vlies, das zur Verfrühung draufgelegt ist. Das bedeutet also, wir haben dann, wenn die Sonne drauf scheint, hier gleich mal 6, 7, 8 Grad, manchmal auch mehr Temperatur. Und dieses Netze haben wir draufgelegt, weil die letzten 8 Tage hier wohl sehr stürmisch waren. Und wenn die Netze drauf liegen und dann passiert mit dem Vlies nichts, das kann nicht wegfliegen. Und außerdem neigen die Krähen gerne dazu, Löcher in das Vlies zu picken und sich die kleinen Pflänzchen rauszuholen. Und wenn wir das Netz da drauflegen, dann haben die Kollegen schlechte Karten, das zu tun. Und wie gesagt, hauptsächlich ist es auch im Frühjahr die Stürme, wo wir eben haben, verhindert es halt, dass das Vlies wegfliegt. Das bleibt liegen und bewegt sich nicht. Das ist eigentlich wunderbar. Guck mal, das ist doch interessant, oder? Guck mal. Hier. Ich habe hier das Netz mal weggemacht und das Vlies. Und wenn man überlegt, es ist jetzt gerade mal 8 Tage im Boden und bei den extrem ekelhaften Temperaturen, wo man hatte, aber trotzdem ist hier, wie man sieht, der Spinat schon gekeimt. Also das tut sich schon was, ne? Mitte Februar. Schon sehr interessant, dass es so weit ist. Aber da merkt man schon den Unterschied vom Abgedeckten, mit Vlies abgedeckt oder hier nebendran, wo nicht abgedeckt ist. Die Spur haben wir einfach mal so gesät, um die Sache zeitlich etwas zu versetzen. Der ist jetzt mindestens 10 Tage später, wo wir den ernten können. Und da hat sich noch gar nichts getan. Also das ist schon ein Unterschied, ja, von der Verfrühung her. Und vielleicht gerade noch mal zur Information. Also dieses Vlies nehmen wir mindestens 3 bis 4 Jahre durch das, dass wir die Netze drauflegen. Wie man hier sieht, da sind ab und zu auch schon mal Löcher drin. Aber deswegen muss man die dann nicht wegschmeißen. Also 4, 5 Jahre nehmen wir dieses Vlies schon. Und diese Netze an sich hier, diese Kulturschutznetze, also das älteste, wo wir im Einsatz haben, ist 15 Jahre alt und wird immer noch genommen. Wir haben von diesen Netzen noch nichts weggeschmissen. Also die sind sehr, sehr langlebig. Und das Vlies wird recycelt. Also das kommt dann in den Container. Einmal im Jahr kommt ein Container, meistens Ende der Spargelzeit. Und da wird das Ganze, was man nicht mehr nehmen kann, was zerrissen ist, weggeschmissen. Und recycelt dann.